Jo, eine Fünfte Meter, na gut, komm. Na, das ist ja die, für die wir gekämpft haben, die haben wir ja wieder erweckt. Jo. Bleib bei mir, okay? Okay. Okay, geht weiter, okay. Oh, ein Pferd, auf. Na toll. Vamos. Keine Sorge, kann ich nicht. Tu dir nichts. Wo ist sie denn jetzt hin? Keine Ahnung. Ach, andere Seite, andere Richtung. Ganz ruhig. Nee. Nee, warte mal, Pferd. warte mal, Pferd. Dahin. Jetzt. Komm, wir können. Ich und rein. Halt ihn wieder auf. Halt ihn wieder auf. Reiten mit dem Pferd ist Kacke. Mit dem G-Pad. Ich bin mir der Dienst mit dem Maus und finde die ist ganz gut. Deswegen. Ja, sehr gut. Kannst du mal mit dem G-Pad reiten? Ich denke auch nicht dran. Ja, ja. Wir sind unter der Brücke. Ja, ich bin oben. Das ist praktisch. Ja. Ganz ruhig. Kannst auch stehen bleiben, dann reite ich nicht gleich weiter, weißt du? Aber ich bin hinter euch. Bis hinter uns, ja. Ja. Gut. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Na, hast du schon mal geschossen während des Reitens? Geh mal mit dem Trab hinterher mit ihr, so ganz langsam. Ja, auch langsam. Los jetzt. Es geht bei mir nicht viel an. Stio scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen ihn kleinen Bastard Napoleon im Kick. Kleiner Napoleon. Süß. Der Name ist süßer als der Name. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren an diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck rausgemacht. José gibt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugibt. Ja, weil die Gamepad, den Stick mit rechts mache, der geht das. Ihr werdet lieber der rechten Hand, weißt du? Langsam, du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Aber linke Hand mit dem Daumen dirigiert ist ein bisschen schwierig. Bist ein Montero oder ein Mina. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ganz ruhig. Ach, hier sind wir schon lange laufen, ne? Du bist also mit Feli befreundet? Er gehört zur Familie, aber ist doch ein echt schräger Typ. Sieh, er hätte mich fast in die Luft gesprengt. Das gab doch diesen, naja, Schalter. Den Totmann-Knopf, Felix Bates. Den hat er bei mir letzte Woche versucht. Zumindest haben wir noch zwei umgelegt beim Reiten. Schade. Sei doch mal ruhig. Die erste gewesen. Die redet doch. Ja, ich will. Ich bin eh zu weit weg, ich höre das auch nicht. Also. Yes. Jetzt redet sie nicht mehr. Doch, Olaf hat es eilig. Oh. Langsam. Ja, nicht runterfallen. So, Durch. Ganz ruhig. Fing
Inca Montera, aha, gut. Los. Gut, angekommen. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriera. Das Schwert und die Heldin. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Sie hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. Der Elfe sorgt für Abendessen. Carlos Montero. Eso, eso! Eso! Dale, papá. Este jefe! Claro que sí, cabrón! Dale, dale, dale! Vamos, vamos, vamos! Eso! Immer diese Tierquäle. Okay. Wo warst du? Auf Erkundung? Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist ihre Augenbinde? Papa, sieh dich an. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Heldin. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Treffen mit den Monteros, so. Gehen wir mal nach rechts, erstmal gucken. Oh, Geld, Geld, Geld. Ja. Komm, lass uns mal zum Hund gehen, da. Jetzt warte doch mal, ja, Geld. Ja, 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 ja. Sprich mit dem Vorarbeiter von der Beleuchtung und Einrichtung, ihre Lage zu bauen. Bau und verbessere Lage, Einrichtung und verschiedene Vorteile zu erhalten. Clara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Geh mal hier zu ihm hier, ne? Zum Hündle. Ja. Ach, streichen? Mal vor vorne, ne? Das Ding ist jetzt plötzlich alles, wenn man das Ding bewegt, so schnell. Jetzt hast du wieder diese dritte Person Perspektive. Wie ist denn streicheln, ne? Wieso habe ich plötzlich die dritte Person Perspektive? Ja, das ist in diesem Lager ist das so. So, hast du irgendwas angenommen, ne? Nö. Gar nichts gemacht. Weil ich bin bei einem Hund und steht streicheln, aber ich kann nicht streicheln, wie denn? Betätigen können sie alle. Aber ein Lager bauen, das muss man kaufen. Wo bist du überhaupt? Bist du bei welchem Hund? Wo bist du schon wieder hin? Dort 20 Meter. Ja. Dem Lager? Müssen wir. Ja, eben, da steht streicheln. Ich will eine Disco. Ich will einen Pool mit Bar. Bring mir Material, dann lasse ich die Fee-Magie reden. Er ist ein cooler Junge. Nein, jawohl, doch, doch. Doch den Turi, den Clara geschickt hat. Ich kann ihn uns verfolgen. Wer ist ein guter Junge?
Ich bin zufrieden mit der Phil ist schlauschichtiger Freund, freut sich auf ein fantastisches Festmahl. Du recht hast, hast du recht. Zieh sich eine, diese kleine, fette, kleine Wurst an. Er muss ein köstliches Leckerli finden, eine Mahlzeit für diesen Hundeprinzen an seinem besonderen Tag. Na, dann mach's. So. Ich muss dir folgen, du bist der Leader. Annehmen und verfolgen. Weil ich kann nichts machen mit ihm. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Lies die Notiz neben Corisos Hundehütte. Ich lese. Siehst du sie? Ja, ich hab schon gelesen, ja. Ach so. Und wenn du zu dich dran schießt, komm ich auch nicht ran, weißt du? Der kleine Schnee ist ja echt unangenehm, sehr harmlos. Zu deinem Krokodilfleisch, der liebe schwarze Bohnenrosen, was ein vieles Gefühl. Wie das größte. Geh mal einen Schritt zurück, geh. Kannst du das machen? Na ja, sehr, kann ich das wahrscheinlich machen. Nee, jetzt nicht, wenn ich es lese, nicht. Naja. Du hast bestimmt immer Hunger, was? Gut. Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Gut, die Quest kannst du machen, nicht ich. Fleisch abliefern. Ruhig, mein Kleiner. Dieses Mal hole ich alle Zutaten. Ja. Ich lese nochmal. Ich hab's jetzt vergessen. In der Heldigste und das Risiko, was immer. Wird dir denn nicht angezeigt auf dem Miniradar, wo du hin musst? Ist dann, warte mal, bevor du verzweifelst, versuche sie im Fall des Liebeskrokodil. Mit dem Rosen, was ich schließlich korrekt habe. Ich hoffe schon, dass ich das Pfeffer und drin ganz Liebe kommen lassen. So, gut, also. Irgendwo muss ja was angezeigt werden. Ach, Mierda. Ich habe eine Zutat vergessen, oder? Sag mal, was ist denn jetzt das? Ehrlich. Das, die Steuerung ist ja beschissen hier. Nicht gut? Bei dir die Steuerung auch so schlecht? Welche Zutat habe ich vergessen, Chorizo? Ruhig, mein Kleiner. Dieses Mal hole ich alle Zutaten. Ach. Mierda, ich habe eine Zutat vergessen, oder? So. Costa del Mar. So betätigen können Sie alles. Aber ein Lagerbaum? Das muss man. Also, ich denke mal, wir hören heute hier auf. Bevor na, ich zoome mal weiter. Aber wenn du jetzt rausgehst, dann schmeißt du mich wieder raus, ne? Weiß ich nicht. Na klar, weil gestern auch du bist rausgegangen. Hast du aufgehört? Und wo warst du dann? Na, wieder auf der ersten Insel. Das ist ja blöd. Ja, wenn wir im Koop spielen, dein Fortschritt bleibt bestehen, meine ist da, wo ich aufgehört habe. Deswegen sage ich, ich werde das, wenn du raus bist, ich werde da wieder hinspielen. Das ist ja echt bescheuert, wirklich. Ja, deswegen werde ich jetzt, wenn du jetzt aufhörst, nochmal hinspielen. Bis dahin spielen, genau. Na. Na gut. Na gut, dann geh mal raus. Also ich geh mal jetzt raus. Jo. Zurück zum Desktop, ne? Ja. Yes, okay. Ja. Haben sie schon ein bisschen doof gemacht. Aber so. Das war, glaube ich, bei den anderen Fahrkreisteilen auch immer so. Das weiß ich nicht. Dass immer nur der Leader seinen Fortschritt hatte. Und die anderen mussten das alles mal nachspielen. Das ist scheiße sowas. Warum? Das ist also wirklich kacke. Also du musst immer positiv bleiben. Am Ende werden wir gewinnen. Ja, ich weiß nicht, warum der es so machen. Keine Ahnung. Mir noch nie aufgefallen. Du bist hoffentlich bereit für unsere Sache zu sterben. So, Clara will das. Guck mal, ja, Clara will, dass sie den ehemaligen Guerillero Guerillero an seiner Werft treffe. Hm. Also da, wo gerade meine... Da, wir haben da angefangen, wo mit dem Koop... Oder ich muss da anfangen, wo der Koop-Modus gestartet ist. Ja. Du hast ja ganz viel was zu tun, du. Ja. Na, haben wir noch was zu tun.
Macht ja Spaß, das Spiel. Okay. Also ist auch, glaube ich, auch alles weg, weil ich nochmal, ne? Oder die Waffen? Warte mal. Schauen wir noch. Nee, die sind alle noch da, gut. Na, das ist in Ordnung. Dann habe ich ein leichtes Spiel hier. Ja. Okay. Ja, na gut. Also, na dann, spiel mal. Ja, und du erst mal. Ja, okay. Also, ciao, bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ja, meine lieben Zuschauer, da werde ich wohl mal hinspielen, wo wir gerade aufgehört haben mit Olaf. Ja, was soll's. Aber davon werde ich jetzt keine Aufnahme machen. Ja, dann lass uns da mal hingehen, die wir Tatkisten einsammeln. Oh, das ist ja Kletterimpulse setzen wir da. Ah, kommst du da drüber, Junge? Nee, der kommt da drüber nicht. Muss ja außen rum gehen. Nee, kommt ja nicht drüber. Nee. Dann springen. Was? So. Jetzt ist es wieder anders. Genau, jetzt hast du wieder deine Waffen. Jetzt habe ich meine Waffen wieder. So, 304 Meter. Wir müssen da rauf. Wir versuchen mal ein bisschen ein paar Tiere raus, so Kitzel, ne, zu töten. Ja, okay. Ach, du hast doch keinen Bogen, ne? Nee, ich hab keinen Bogen. Ah, ich glaube, den habe ich mir gekauft da. Du hast ja keinen gekauft, ne? Nee, ich habe kein Geld. Das so, weißt du doch, genau. 300 oder was weiß ich. Genau, deswegen wollten wir ja die Kisten machen. Ja. So, können wir wegstecken. Hier ist der blaue Pfad. Wir gehen mal den blauen Pfad lang. Ja. Wobei, jetzt ist er gleich zu Ende. Oh. Dann müssen wir ihn jetzt hier verlassen. So. Oh, auf dem Felsen kommen wir da so endlich hin. Hier ist die Kletterbahn. Guck mal hier oben. Da geht der Dings drüber. Ja, hier ist... Ein Schlitterding, jawohl, genau. Und... alles mit einer Hand. Aua. So. Wollte gerade sagen, reicht doch eigentlich, wenn einer herkommt, oder? Nicht runterfallen. Ja. Und wenn du runterfällst, musst du schnell reagieren mit dem Fallschirm. Ja. So, Armband habe ich nicht gekriegt. Ich habe eine Parkour-Kappe gekriegt. So, nächste Kiste markieren. Die war doch gleich hier neben, ne? Ja. Gleich daneben, ja, irgendwie. So. Die ist da unten im Wasser. Ja. Okay, dann müssen wir hier runterspringen mit Fallschirm. Oder ist hier noch oben was zum Einsammeln? Warte mal, hier ist noch was zum Lesen, oder? Nee, doch nicht. Hier kannst du mir vielleicht schon nicht. Nee? Geht das nicht zu? Nee. Doch, geht schon. Muss halt schnell genug sein, weißt du? Ja. Genau. Aber hatten wir nicht auch einen Wingsuit gekriegt? Ach nee, den haben wir. Den haben wir noch nicht, den Wingsuit. Nee? Den haben wir auch nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, im Wingsuit war irgendwas da stand. Ein Flugzeug, bitte. So, hier hat jemand seine Handtasche vergessen. Siehst du, war nur ein paar Weiber da gewesen. Ja, hier ist Spray. Im Wasser, die ist im Wasser. Im Wasser? Echt? Oder? Ja. Also ich sehe hier nichts angezeigt. Im abgesoffenen Kahn ist. Na, ich habe einen Wegweiser. Erstmal hoch. Da ist er. Oh. Einsam und schnell. Hier können wir auftauchen. Tod. Supremo Kleber. Okay. Krawallhose habe ich gekriegt. Was? Eine Badehose? Krawallhose. Eine Krawallhose. Eine Krawallhose. Wahrscheinlich ist da lauter 50 drin oder so. Keine Ahnung. Irgend sowas muss das sein. Ja, aber eine Furz denn. Ja. Ja, die ist genau hier unter. Ah, okay. So, Kiste markieren wir den. War ja auch gleich hier in der Nähe, ne? Genau. Bettchen ist auch. Ja. So, wo ist die jetzt? Da oben? Ach nee, guck mal, die ist ja ganz da oben. Warte mal. Wir haben Wegweiser hier. Der führt uns zum Aussichtspunkt und da müssen wir eh hoch.
Und die Kiste ist da auch, wird dir angezeigt. Ganz oben? Nee, das sind wir doch gerade eine Stunde gekommen. Ja. Komm, hier, links von dir, Olaf. Ja. Oh weh, da ganz oben. Ja, oh weh. Komm mal her. Hast du hier die Markierung? Können wir da hochlaufen. Ja, ja, du hast ja hier Markierung auf dem Stein. Ja. Aussichtspunkt und Kiste. Aussichtspunkt und Kiste. Was, läufst du? Ja. Sah ihm gerade so komisch aus, so. Das hat sich ja komisch angehört. Aha. Aha, ist ein Haken. Also. X und... Ja, Olaf liebt das geklettert, dann ist mal da. Okay, dann frage ich mal, wie das eigentlich... Oh, hier die Bergsteiger wacht. So, und? Und? Da drüben? Ist bestimmt... Da drüben... Erstmal müssen wir irgendwie links oder so. Huch! So. Auf den Baumstamm? Jo, wir müssen über den Baum. Wahrscheinlich, ja. Da ist ein blauer Pfeil, sehe ich gerade. Oh, 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 oh. Ja. Alter. Ich schon mit dem Gamepack hier. Oh, ich falle. Ich merde, ich bin tot. Fallschirm ging nicht, ne? Nee. Schade. Luftverlust verlangsamen. Gut, aber ich hänge hier im Baum drin. Kannst mir sowieso nicht helfen. Wollte gerade sagen, du meinst zuschauen. Meinst du nicht, dass ich jetzt nochmal hier runterkletter oder was? Nee, nee. Ich bin froh, dass ich gerade rübergekommen bin beim Baumstamm. Na, ja, macht dir nichts. Wenn ich oben bin, dann kriegst du ja auch deine... Dann kriegst du die nächste Krawallbuchse. Ja. Vielleicht endet sich der... Ja, dein Partner ist, ist gestorben. Oh, ja. Ja, ich glaube nur gerade, ja. Ja. Ich bin jetzt tot. Gut. Ja. Bist aber hier oben gespawnt, ne? Ja. Da ist die Kiste. Ja, mach du mal auf. Und mal sehen, ob bei dir jetzt was anderes rauskommt. Könnte sein, dass derjenige, der öffnet, immer mehr besseres Zeug kriegt, weißt? Nee, die Kiste ist weg. Metall war da drin. Ich hatte Medizin, okay. Auch sehr hilfreich, so. Hä? Ach nee, hier ist die Kiste. Der Weg zeigt nach da. Gibt noch eine Kiste? Da ist die Kiste, hier. Ah, hier unten. Die ist da, dann. Oder was? Eine Werkbank, schön. Dann machen wir mal auf. Diese. Ich habe jetzt eine Krawallweste. Schmarotze, die habe ich schon gekriegt. Ah. Schmarotzerstiefel. Schmarotzerstiefel. Naja, kommt drauf an, was ein Vorteil ist, ne? So, noch hier was hier? Nö. Nö, nö. Das ist ja wirklich eine Werkbank hier. Ja. Ja, ja. Innen drin steht da eine Werkbank. So, die andere wäre da hinten. Die nächste Libertad-Kiste. Bob. Warte mal, lass mich mal schnell. Aber ein ganz schönes Stück hier. Ja, 364 Meter. Aber warum haben wir... Hatten wir nicht den Wingsuit bekommen, wo wir hierher angekommen sind? Gestern? Es war irgendwas war mit dem Wingsuit, das weiß ich. Aber, ja. Aber... Oder was müssen, genau was? Oder wir müssen das erst lernen, damit wir da mit fliegen können, weil wenn du jetzt mal Karte aufmachst, ne? Ja. Und zu, egal zu welchem Schnellreisepunkt du rangehst, Schnellreise, okay, beim Libertad und beim Hauptquartier steht wohl Schnellreise, aber beim anderen, da steht ja Absprung und Schnellreise. Du kannst auch aus der Luft abspringen. Hm. Wenn du das Ding hast. Also fehlt uns auch irgendwie was von Lehren. So, hier kannst du aber ohne Gefahr runterspringen. Mit deinem Fallschirm. Oh Gott, ist er auf dem Berg? Kommen wir überhaupt rübergeflogen mit dem Fallschirm? Na, ich versuch's. So. Oh ja.
Ach.